Hallo und Hallöchen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Prinks und wir gehen unser neues Projekt an, und zwar Parkitect. Parkitect ist ein Indie-Spiel, welches sich momentan noch in der Pre-Alpha befindet. Man sieht es hier auch so schön schon in der Mitte abgebildet. Und ja, wie eine Pre-Alpha auch bereits ist, sie ist natürlich fehlerhaft noch. Sie ist einfach noch nicht hundertprozentig funktionstüchtig, aber... das ist halb so wild, denn wir wollen uns das Spiel trotzdem anschauen. Worum geht's bei Parkitect? Jeder, der die Rollercoaster Tycoon Serie kennt, der weiß, was auf ihn zukommt, denn Parkitect spielt sich sehr, sehr ähnlich. Das Ganze mit einer wunderschönen Indie-Grafik. Momentan gibt es nur diesen einen Modus, und dieser eine Modus ist ein freier Baumodus, in dem wir selber einfach unseren Park aufbauen können. Wir haben ein Budget von 10.000 US-Dollar zur Verfügung. Das ganze Spiel ist momentan nur auf Englisch erhältlich, aber das soll uns nicht stören. Was können wir machen? Wir können vieles bauen. Wir können eigentlich fast alles machen, wie wir es von den großen Herstellern, also von den großen Spielen kennen, wie zum Beispiel Rollercoaster Tycoon. Wir haben unsere Fahrgeschäfte, welche wir beliebig, wenn Platz ist, natürlich setzen können. Wir können Eingänge bauen, wir können Ausgänge bauen und wir können das Ganze natürlich miteinander verbinden, verwalten und designen. Es ist wirklich ein altbekanntes Szenario, wie wir es hier machen können. Und aus dem Grund, denke ich, man muss sich auch nicht so viel darüber erzählen, was ich gerade mache. Ich werde trotzdem die Grundlagen erklären. Wir haben hier zum Beispiel unser erstes Fahrgeschäft gebaut. Enterprise nennt sich das Ganze. Für die Fahrt werden 3 Dollar verrechnet. Das Ganze kann hier unten aktiviert werden, also eingeschaltet werden, damit es überhaupt erst genutzt werden kann von den Leuten. Was wir noch haben, ist, dass wir wir können einstellen auf verschiedene Farben, wenn wir es haben wollen. Wir können Musik einstellen. Momentan gibt es nur einen einzigen Soundtrack, der kommt auch gleich. Wir können die Wartung einstellen und wir können die Wartezeit einstellen. Also Wartung, in welchem Zeitraum Wartungen durchgeführt werden von Arbeitern. Die zeige ich euch gleich auch noch einmal. Und die Wartezeit heißt, lange die Maschine, die das Fahrgeschäft warten soll, bis sie losfährt. Wir wollen ein bisschen Musik machen. Dafür nehmen wir jetzt das Karussell. Das platziere ich einfach mal dahin. Eingang, Ausgang. Wir haben hier 3 verschiedene Wege. Die normalen Pfade, die hier grau sind. Wir haben die Warteschlange, die wir besetzen können. In dem Fall rot, die können wir auch von der Farbe her theoretisch abändern. Was wir noch hätten, wären Employee, spricht das aus? Paths, also Mitarbeiterwege. Da können also nur Mitarbeiter gehen, um beispielsweise einen schnellsten Weg nochmal zu ermöglichen, der für Besucher nicht sein sollte. So, wir machen Musik. So. Und wir haben jetzt schon das Fahrgeschäft. Ist jetzt schon kaputt. Wir haben es gar nicht richtig aufgemacht und es ist schon kaputt. Dann benötigen wir schnell Mitarbeiter. Ich habe jetzt die 3 wichtigsten einmal eingestellt. Das ist einmal der Hausmeister, der den Park in Schuss hält. Das ist einmal der Workman. Der Workman ist so eine Art... Im Prinzip ist er eigentlich in diesem Spiel eine Art Lieferbote. Da gehe ich später noch ein bisschen genauer drauf ein. Und was wir haben, ist der Mechanic. Das ist der hier in Rot ganz am Ende. Auch den kann ich, wenn ich möchte, einfärben irgendwie. Achso, das konnte ich hier in der Übersicht. Da kann ich ihn theoretisch auch noch einfärben, wenn ich möchte. Aber Rot gefällt mir, also bleibe ich jetzt erstmal bei Rot. Und unser Workman hat bereits einen Auftrag, und zwar den Enterprise zu reparieren, der anscheinend irgendwie gerade defekt ist. Und das war's auch schon.
Im Prinzip musst du anscheinend nur den Ausgang erreichen. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade noch die Beta-Variation der Reparatur sein. Ich sag einmal, wenn das Spiel später fertig ist und released wird, dann ist das Ganze sicher ein bisschen umfangreicher von der Designgestaltung. Momentan allerdings finde ich es schon ganz gut ausgeklügelt. Also dafür, dass es noch die Prä-Alpha ist, weiß man schon einmal, was uns erwartet. Die Fahrgeschäfte schauen wirklich gut aus. Sie funktionieren auch schon einigermaßen. Ich sage extra einigermaßen, weil ich das Video jetzt ein bisschen verschoben habe, die Aufnahme. Da jetzt erst der neue Patch rausgekommen ist für die Prä-Alpha und davor gab es Probleme, zum Beispiel, dass einfach diese Reparaturen der Fahrgeschäfte gar nicht funktioniert hatten. Also sie wurden nicht repariert, was natürlich ein großes Problem war. Jetzt haben sie auf jeden Fall den Patch rausgebracht. Jetzt kann die Reparatur anscheinend wieder richtig gut funktionieren. Zu Beginn werde ich jetzt erstmal nur ein paar Fahrgeschäfte bauen, weil ich habe schon ein bisschen angezockt natürlich. Warum? Ganz einfach, weil sie mehr Geld bringen. Also man kann auch Achterbahnen bauen, auch wie man es von Rollercoaster Tycoon beispielsweise kennt, kann man die auch dann selbst gestalten. Allerdings habe ich herausgefunden schon, dass das recht teuer ist, so eine Achterbahn zu bauen. Und dadurch, dass es einfach so teuer ist, rendiert es sich nicht wirklich. Was auch wichtig ist, und das werde ich mir gleich schauen, wie ich das noch schön gestalte. Ich mache hier mal so eine Art Platz. Und da hätte ich das gerne... Das werde ich sicher noch umgestalten, aber ich belasse es erst einmal dabei. Denn ich möchte ein paar Stände errichten. Ein Bubble Tea Stand, der Bubble Tea verkauft. Ein Burger Stand, der Burger verkauft. Dann hätte ich gern beim Eingang schon ein... Das mache ich ein bisschen anders. Da baue ich einen Weg drüber rum. Und da so auch. Denn ich möchte eine Cash Machine, also ein Bankomaten errichten. Wenn der Straßen hat, also umherum, kann der von allen Seiten begangen werden. Und was ich noch möchte, ist ein Informationskiosk. Ich glaube, der funktioniert genauso, dass jetzt von allen Seiten die Leute an den Kiosk rankommen und sich dort Informationen einholen können. Dann, damit sich die Leute, auch meine Arbeiter, glaube ich, ausruhen können, Parkbänke zum Hinsetzen. Da stelle ich gleich welche zum Eingang. Aber auch hier, hier, hier. Und natürlich, damit nicht so viel Müll produziert wird, auch ein paar Müllcontainer. So. Das kennt man nicht von Rollercoaster Tycoon. Dieses Zeichen hier heißt, dass keine Ware da ist. Denn die Ware, die verkauft wird, zum Beispiel Fritten, also Pommes oder Hamburger, die muss bestellt werden. Also ordert, also bestellt 30 Stück in Stock, also lagern gar keiner. Was passiert ist, sobald der Laden aufmacht, kommen hier diese Kisten hin. Und was jetzt passiert ist, dass meine... Das spreche ich gleich ein bisschen mehr ein. Dass meine Workmen, also meine Arbeiter, diese Supplies, also die Waren jetzt zu den Shops bringen. Und erst dann, wenn er was zu verkaufen hat... Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ist jetzt gekommen. Warten wir noch kurz ab. Dann erst kann verkauft werden. Also erst, wenn Ware da ist, kann Ware verkauft werden. Logischerweise. Was auch noch wichtig ist, das ist natürlich eine Toilette. Denn meine Besucher, nehmen wir uns mal den hierher, die haben alle verschiedene Bedürfnisse. Also Fröhlichkeit, Müdigkeit, Hunger, Durst, Toilette, also wie stark er muss. Ich glaube,
Nussi, das werde ich gleich jetzt mal kurz mal übersetzen. Ich glaube, das müsste sowas sein wie Lautstärke oder Lärmbelästigung. Übelkeit. Ach so, nein, Entschuldigung, ganz falsch. Übelkeit. Das heißt, wenn Sie mit zu vielen Fahrgeschäften fahren, dann wird Ihnen schlecht natürlich. Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal mit einer etwas, ja, wilderen Achterbahn gefahren ist. Dass da mal eine Übelkeit aufkommen kann. Wie gesagt, am Anfang werde ich jetzt nur Fahrgeschäfte bauen und keine Achterbahnen. Die werde ich euch aber noch zeigen, keine Sorge. Wir sehen momentan hier auch unseren Schnitt, keine Ahnung. Wenn man so drüber nachdenkt, wie es ausgesprochen wird, dann kommt man das recht durcheinander. Auf jeden Fall können wir hier schauen, wie unser Schnitt beim Verkauf ist, also unser Geldschnitt ist. Also beispielsweise, was ich jetzt meine ist, wir haben hier stehen diese 4683. Das ist unser vorhandenes Geld. Und drüber diese minus 3376 in Rot, das gibt uns unseren Gewinn bzw. Verlust im letzten Monat an. Da wir jetzt sehr viele Fahrgeschäfte gebaut haben, ist der natürlich relativ hoch. Der wird aber hoffentlich demnächst mit mehr Besuchern besser ausgependelt. Was den kommt, mache ich mir jetzt noch gar keine großen Sorgen. Unterrichte einfach noch ein Fahrgeschäft. Ich bin bei solchen Spielen immer recht schlecht. Das werdet ihr gleich merken, was die Organisation angeht. Also, wie ich jetzt was wohin platziere. Das ist bei mir häufig quer durchs Beet und wird dann später noch dreimal ausgebessert. Ja, man wird sehen, wie sich das verhält. Regen ist natürlich auch so eine Sache. Dafür gibt es extra einen Umbrella-Shop, also einen Regenschirm-Shop. Den werde ich auch gleich bauen. Da wird es allerdings etwas dauern, bis natürlich jetzt die Arbeiter die Waren hinliefern. Und damit wir nicht zu lange warten, beschleunige ich das Spiel einmal. Weil der Regen, nicht weil der Regen, sondern der Regen natürlich, die Leute wollen schnell ihre Regenschirme haben im Regen. Nein, natürlich Quatsch. Also nur weil ich das jetzt beschleunige, heißt es nicht, dass die Leute schnell ihr Regenschirm bekommen. Nur wir sehen das halt schneller natürlich. Und ich glaube auch, was auch schon ganz gut funktioniert, ist, dass die Leute bei Regen weniger gern in Fahrgeschäfte steigen. Das merken wir jetzt an den Warteschlangen teilweise, die sich jetzt einfach leeren. Oder einfach Fahrgeschäfte, die ganz leer fahren, wie jetzt zum Beispiel der Topspin. Aber der Regen hält meistens nicht lange an. So. Wir haben auch schon die ersten Verkäufe. Zwei Regenschirme wurden verkauft und man sieht dann auch schon, ja, wieder langsamer. Man sieht dann auch schon unseren Steven Turner, der zum Beispiel jetzt neben seinem Parkticket, was er für $1 gekauft hat, auch einen Regenschirm hat. Mit steht zwar nicht, wie viel dazu für bezahlt hat, aber 2,50 Euro. Gut, das ist jetzt gar nicht mal so teuer für einen Regenschirm in einem Park. Was wir auch sehr gut mitverfolgen können, das ist von jedem Besucher einzeln die Wegstrecke. Das heißt, was hat er gemacht, wo hat er was gemacht, wann hat er auch was gemacht. Also zum Beispiel, nachdem er 2 Minuten und 31 Sekunden im Park war, ist das erste, was Charles Rodriguez gemacht hat, mit dem Enterprise zu fahren. Und danach hat er den Enterprise auch wieder verlassen. Also man kann sehr, sehr detailliert die Wege der einzelnen Besucher mitverfolgen. Hat Vor- und Nachteile. Hier, eine Sache, die mir wirklich sehr gut gefällt bei dem Spiel. Dieser gelbe Fleck, ja gut, wie wir gesagt haben, wenn den Leuten übel wird, dann lassen die schon mal was liegen. Und was ich sehr niedlich finde, ist, wenn da jetzt jemand durchstapft, dann hinterlässt er so Fußspuren. Ich weiß, es sind die kleinen Dinge, aber ich mag so etwas. Also das ist etwas, mit dem man mich sehr schnell an die Leine bekommt, was mir sehr bei Spielen gefällt. So ganz kleine Nichtigkeiten. Einfach, dass man daran gedacht hat, finde ich schon sehr, sehr gut.
So, wir beschleunigen wieder, weil wir wollen ein bisschen Geld natürlich noch reinkriegen. Noch einmal. Eventuelle Fehler, die auftreten. Wobei, Fehler glaube ich jetzt weniger Programmfehler, weil das Spiel läuft überraschend stabil für eine Pre-Alpha. Aber vor allen Dingen Fehler, wie zum Beispiel Glitches oder Bugs, die einfach sich noch im Spiel noch befinden. Einfach mal drüber hinwegschauen, Leute, denn wie gesagt, es ist alles die Pre-Alpha. Funktioniert aber dafür wirklich gut. Was mir auch aufgefallen ist, was ich schon ausprobiert habe und mir sehr gut gefallen hat, das sind solche so Hecken. Möchte ich jetzt zum Beispiel einen Sichtschutz machen, sagen wir mal, ich will, dass die Leute da nicht durchschauen können, dann wächst die so aus dem Boden heraus. Das finde ich auch äußerst cool designt. Damit können jetzt dann, also es sind reine Designsachen natürlich nur für uns, für die Besucher hat das natürlich gar keinen Effekt eigentlich, keinen richtigen. Aber es schaut doch schön aus. So, hier was einhecken, nicht einzäunen, sondern einhecken. Lässt sich sicher sehr viel Schönes machen. Außerdem hat das Ganze natürlich auch ein 1A funktionierendes Terraforming. Ruby zum Beispiel sagen können, flatten, also glätten. Razor Rise, Lower Rise. Lower Race. Na, Lower Race. Oh Gott. Das sind mal wieder jetzt hier die Momente, wo man jetzt da steht und denkt sich, hä? Eigentlich kann man doch Englisch, aber. Englisch, ja. Aber. Race? Ja, Race. Also absenken und anheben. Lower and Race. Ja, gut. Ist nicht meine Muttersprache. Und was wir verschieden haben, sind verschiedene Texturen. Also ich könnte zum Beispiel eine Winterlandschaft erstellen oder eine Wüstenlandschaft, wenn ich das möchte. Und was ich auch machen kann, das sind die Zones. Zonen. Ich glaube, das war jetzt nicht so schwer. Wo ich zum Beispiel sagen kann, okay, Zone 1 wird hier, Zone 2 nach da. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, eine Putzkraft, da soll ich vielleicht noch eine zweite einstellen, wenn ich das hier gerade so sehe. So, meine Putzkraft soll sich zum Beispiel nur in Zone 1 aufhalten. Das heißt, dass er nur durch sich in Zone 1 bewegt. Nur der lilane Bereich hier wird von ihm gewartet und gesäubert. Sollte vielleicht. Ja, Zone 2 reise ich jetzt wieder ab. Das heißt, der konzentriert sich jetzt nur auf die Zone 1. Und das werde ich in dem Fall auch hier machen, weil hier wird wahrscheinlich sehr viel Mist entstehen. Aber ich werde sie ein bisschen einschränken. Und da ich weiß, dass hier der Abriss der Zone noch nicht hundertprozentig funktioniert. Ja, aus dem Grund nämlich. Wenn man einmal rechts klickt, das macht man automatisch, wenn man baut, dann werden auch solche Straßen oder Gebäude abgerissen. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht. Sondern ich will eigentlich die Zone hier einteilen. Dann nehmen wir noch ein bisschen damit. So, in dem Bereich soll er sich bewegen. Das heißt, im gesamten Gebiet, wo das Essen entsteht und aber auch die Toiletten. Denn die Toiletten, die werden durch die Benutzung auch dreckig. Also zum Beispiel, jetzt hatten wir zwei Leute, die bisher auf den Toiletten waren. Und die haben eine Verschmutzung von 1,6%. Gut. Das ist noch nicht sehr dreckig, aber die können richtig dreckig werden. Und dann wäre es natürlich gut, wenn wir die auch wieder säubern. Wir haben noch ein bisschen Geld. Also werden wir noch ein paar Fahrgeschäfte bauen. Und ich hätte gern. Ein Swinging Ship, also eine Schiffsschaukel. So. Ich muss ja gestehen, ich bin ein Riesenfan von solchen Theme Park Simulatoren. Also, was es da auch immer gibt. Also, natürlich der Klassiker, also für mich der Klassiker zumindest, Rollercoaster Tycoon.
der erste Teil, der zweite Teil, der dritte Teil und natürlich jetzt auch der bald kommende Rollercoaster Tycoon World Teil. Dann gab es noch diesen Theme Park, glaube ich, hat das einfach nur geheißen. Oder Thrill Park gab es auch. Das sind auch so Spiele der späten 90er, Anfang der 2000er Jahre teils, die auf demselben Prinzip beruhten, wie das hier, wie dieses Indie-Game. Damals noch von den großen, also Rollercoaster Tycoon zum Beispiel, kommt aus dem Haus Atari. Ja, damals gesagt, noch aus den großen Entwicklerstudien. Ist natürlich schön, dass man auch sieht, dass auch die solche kleinen, wie jetzt, jetzt bin mir nicht ganz sicher, ich möchte nichts Falsches sagen, wie jetzt der Entwickler hier heißt. Ich glaube, Texan Raptor? Kann das sein? Es tut mir leid, wenn ich das jetzt verwechsel. Aber ihr könnt es unten in den Infos gleich nochmal nachlesen, wie das genau hieß. Da werde ich es auf jeden Fall noch vermerken, wer da der Entwickler ist. Und dass so ein kleines Studio eigentlich dann doch so etwas Schönes auf die Beine stellt, finde ich dann doch schon sehr gut, überraschend gut. Was können wir noch bauen? Das sind ein paar schöne Sachen, die wir hier bauen können. Ja, eines meiner Lieblingssachen. Entschuldigung. Meine Lieblingssache ist G-Lock, heißt das hier. Ich kenne das zwar unter einem anderen Namen, aber ich kenne es auch nur unter den Namen, also nicht den offiziellen Namen, also zum Beispiel Topspin ist ja der offizielle Name für das Fahrgeschäft, aber die heißen ja meistens irgendwie Excalibur oder sowas in der Richtung. Und ich habe jetzt für den einen anderen Namen hier im Kopf, den mir gerade nicht, also, aber das ist ja auch dann nur der Werbename und nicht der eigentliche Fahrgeschäftsname wahrscheinlich, den ich gerade im Kopf. Also wird G-Lock. Ist es G-Lock? Ich glaube, es wird G-Lock schon stimmen. Ne? Was können wir noch bauen? Neben diesen Fahrgeschäften natürlich, die wir jetzt hier momentan noch recht übersichtlich haben. Ich muss nochmal sagen, das ist die Pre-Alpha. Haben wir hier noch unsere Coaster, also unsere Achterbahnen, unsere Rides, wo wir dann verschiedene Holzachterbahnen, wilde Mäuse, Mini-Coaster, Steel-Coaster, diese Bob-Geschichten. Ich habe hier noch nie mit so etwas gefahren. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo es das in meiner Umgebung geben würde. Aber ist auch etwas, was man natürlich auch schon kennt, durch die Spiele zumindest. Und was es noch gibt, das sind die Transporte, also kleine Eisenbahnen und so ein Monorail, der dann im Prinzip über, kann man das sehen? Na, kann man jetzt nicht direkt sehen, der sich sozusagen über den ganzen Geschehen dann bewegt und dann Leute von A nach B bringt. Außerdem, das kann ich auch mal zeigen, gibt es, wo war das? Ich glaube bei Settings, genau, haben wir hier auch jetzt schon implementiert eine Mod-Möglichkeit. Das heißt, es gibt für das Spiel später oder auch jetzt schon die Möglichkeit, Mods zu entwickeln und diese dann im Spiel zu implementieren. Und das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Wird die Toilette zu dreckig, das heißt ab 50%, dann fängt sie auch an, so schön gelblich zu dampfen. Was natürlich sehr angenehm sicher ist. Und dafür habe ich natürlich dann meine Hausmeister, die dann... Ich sehe gar keinen Hausmeister. Aber irgendwo müsste ja hier einer in der Zone rumlaufen. Außer ich habe ihn abgesetzt. Ich habe die Zone abgerissen. Ich glaube, ich habe dann nicht neu zugeordnet. Genau, und Richard Thomas, der ist jetzt für Zone 1 zuständig. Ich könnte nur noch ein Geschäft bauen, denn es gibt hier zum Beispiel noch die Balloons,
Also Luftballons. Damit die Besucher dann auch die mit sich rumschleppen können. Alles, was ich verkaufe, ist natürlich gut in dem Moment. Und man merkt einfach, wenn man das Spiel sich ein bisschen genauer anschaut, dass die Leute sehr viel, also die Entwickler sehr viel bei Rollercoaster Tycoon noch abgeschaut haben. Zum Beispiel simple Sachen wie die Pinzette, um Leute aufzuheben. Das sieht hier zwar ein bisschen anders aus, aber ja, gut. Man kann auch nicht erwarten, dass, wenn man ein Spiel macht, was vom Prinzip her wer anders schon entwickelt hat, dass man sich das nicht das eine oder andere nicht abschaut. Und es ist doch gar keine schlechte Idee, im Gegenteil. Ich finde die Idee sogar sehr gut, entsprechend bei anderen Leuten mitzuschauen. Heißt ja nicht, dass man das Spiel, was man selber entwickelt, damit weniger Wert macht. Im Gegenteil, man sucht sich da dann die guten Sachen raus und kann das Ganze perfektionieren, ohne jetzt allerdings gleichzeitig zu klauen, sondern einfach nur Ideen zu nehmen, Sachen oder Sachen herzunehmen. Ich meine, gut, hier ist es auch nochmal ein Simulator. Also Simulatoren sind ja immer an Realität angesetzt und Atari wird das damals genauso gemacht haben, gesagt haben, ja, zum Beispiel Luftballons, die gibt es in jedem Freizeitpark, die nehmen wir auch. Und genauso wird das wahrscheinlich auch der Indie-Entwickler hier, wo jetzt wegen dem Namen nicht ganz sicher bin, auch gemacht haben. Ja. Viel Blödsinn, was ich heute rede. Ist schon ein langer Tag gewesen. Was kann ich noch? Ich kann immer noch anschauen. Ich kann den Preis für den Parkeintritt selbst festlegen. Der liegt momentan bei 1 Dollar. Ich glaube, 1 Dollar ist auch das Einzige, was ich... Also, ich glaube, auf 0 kann ich es gar nicht... Ich glaube, auf 0 kann ich es auch stellen. Aber ich lasse es einfach mal auf 1 Dollar. Mit Send Guests Home kann ich alle Leute heimschicken, die zu Besuch sind. Ich kann mir bei meinen Finanzen meine Finanzen anschauen. Ich habe zum Beispiel diesen Monat jetzt, also letzten Monat, ein Plus von 275 Dollar gemacht. Und ich kann mir die Graphen anschauen, wie zum Beispiel sich die Shops verhalten haben, wie viele Leute... Die Frage ist, sind es die Anzahl an Leuten, die es benutzt haben? Ich hoffe nicht. Gut, also ganz schlau wäre ich jetzt die Grafen auch nicht unbedingt. Soll mir auch recht bleiben, ich muss nicht alles wissen. Und damit die Leute hier ein bisschen zu viel auf dem Boden kotzen, werde ich noch einen weiteren Hausmeister einstellen. Und was ich auch noch nicht gesehen habe oder nicht haben wollte, das ist der Entertainer. Der Ententrainer. Denn unser Ententrainer, ich glaube, den kann ich erstmal Zonen zuweisen. Kann ich den auch... Also, ich gebe momentan nur ein Kostüm. Anscheinend. Das Drachenkostüm. Oder Dino. Oder Echsen. Oder Tabaluga. Oder ich weiß nicht genau, was das ist. Aber halt dieses grüne Echsenkostüm. Wird sicher später auch verschiedene Entertainer dann geben. Um das Ganze ein bisschen variabler zu gestalten. So, wir haben ein bisschen Geld eingenommen. Das heißt, wir könnten theoretisch ein weiteres Fahrgeschäft bauen. Also einmal die Teetassen. Und ich finde die Animationen immer noch ganz... Ich mache wieder auf normale Geschwindigkeit. Echt überraschend gut gemacht. Ich finde die Leute süß gestaltet. Ich mag die Grafik an sich eigentlich sehr gern. Also gerade für ein Indie-Game ist das wirklich natürlich recht schwierig. Aber die 3D-Modelle hier auf dieser 2D-Ebene, das ist schon ganz cool übernommen. Also, es ist schon eine 3D-Ebene, aber irgendwie halt auch nicht. Also, es ist ja schon irgendwie alles 3D. Ja, ich kann also drum herum gehen.
Aber irgendwie, da ich, dass ich nur in so Viererschritten hin und her gehen kann, hat es so ein bisschen einen 2D-Stil. Und das ist etwas, was ich persönlich ganz, wie gesagt, ganz cool finde eigentlich. So, Enterprise ist schon wieder broken, also defekt. Jetzt weiß ich gar nicht. Da ist er. Mein Mechanic. Wir folgen dem mal ein bisschen. Dann drehen wir die Geschwindigkeit wieder hoch. Denn der repariert mir jetzt. Wie schon. Ja, also wie gesagt, ich glaube mal, dass die Reparatur später etwas besser animiert wird. Ich könnte hier noch ein paar Parkbänke hinsetzen. So. Und hier hinten. So in so Zweierabständen. Vielleicht kotzen sie mir dann weniger auf die Wege. Ne? Gut. Das war Teil 1 von Parkitect. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Teil wiedersehen. Und ich weiß, es ist Bettelei. Allerdings, ja, YouTube zwingt einen fast schon dafür. Also bitte, ich würde mich freuen, wenn ihr unten auf ein Gefällt mir klickt, wenn ihr unten auf Abonnieren klickt, damit, ja, ihr wisst schon, wie das abgeht, ne? Gut, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Viel Spaß noch und bis dann!